Hi Stefan, vielen, vielen Dank für dein Angebot, dir das mal anzugucken. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Das ist das Auto, so wie es zurzeit besteht. Und damit du erstmal den Weg an sich weißt, packe ich mal ein Lenkrad dazu. Das geht ja relativ schnell. Da ist es, liegt falsch, egal. Rodian Z-90, jetzt ist es da. Dann packen wir das hier ein bisschen hoch. Hier vorne in etwa hin. Das fehlt ja noch das Armaturenbrett, deswegen wird das alles nichts, egal. Es geht uns ja nur darum, dass wir irgendwas brauchen, was hier noch in dem Auto jetzt mitspielt. Ich mache mal ganz kurz Alt-Z das hier aus, damit du siehst, worum es gerade geht. Ich mache das aus und das aus. Das hier ist das, naja, das Modell, das sozusagen, wie sagt man denn, der Rigid Body sozusagen. Und das ist da, wo die Masse des Fahrzeugs ist. Sowas braucht man, das muss man dann auch genauso nennen. So, jetzt haben wir hier das Lenkrad und den ersten Schritt, den ich gemacht habe, Stefan, ist der, so habe ich es gelernt. Ich wähle mir an Armature. Nein, stimmt nicht. Ich wähle mir an das Steering Wheel und dann Armature. Lass mich ganz kurz überlegen. Nee, ich muss das erst in dieselbe. In dieselbe, wie heißt das Ding hier? Collection packen. Dann will ich Steering Wheel an, dann Armature und dann sage ich Parent with Empty Groups. Und dann ist das Ding da drin. Ne? Hast du ja gesehen eben. So, das ist Schritt 1 und jetzt muss ich kurz Pause machen. Sekunde bitte. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry. Pass auf. Und jetzt muss ja das Steering Wheel noch zugewiesen werden, dem Body hier an sich. Das heißt, ich gucke hier in meine Vertex rein und habe ja hier meine Bone Cabin. Das ist dieses Ding. Nee, ich muss das nehmen, das Bone Root Monchichi, nicht das Bone Cabin Ding. Wäre das total falsch. Und jetzt muss ich erst in den Edit Mode rein, habe das angewählt. Bone Root Node Skins, gehe jetzt hier rauf, sage Vertex Group Whites ist ja schon an, genau vom letzten Mal schon. Scheinbar bleibt das auch an, egal. Und jetzt mache ich nur eins, mein Lieber. Ich sage A für alles und sage Assign. Und in dem Moment ist es dann Alt A rot. Ne? So, damit weißt du jetzt erstmal, wo wir jetzt hier stehen. Und mir geht es darum, dass ich jetzt nicht mehr in den Edit Mode gehen darf, um hier drinne was zu verändern. Wir machen das gleich, aber ich zeige dir erstmal den anderen Schritt und zwar. Wir sind ja jetzt hiermit soweit fertig. Wir speichern also Armature bis hier unten. Haben wir alles angewählt. Das muss auch an sein. Gehe ich auf File, Export, FBX und schmeiße das hier in ein vorbereitetes Monchichi rein. Armature, Mesh, Selected Object, Apply Transform, Export. So. Kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe, werden wir gleich sehen, weil. Genau, ich sehe es schon, verdammte Axt, das muss ich vorher, das weiß ich nicht, ob es jetzt noch ausreicht, wir werden es gleich sehen, muss ich das setzen, Object, Apply, All Transforms. Ich glaube, das muss ich vorher machen. Ach, herrje, jetzt habe ich es zu spät gemacht, egal, wir lassen es, wir probieren es aus. SnowRunner, hier, bam, da sind wir. Ich gehe hier rein. Mod-Browser, ach, ich mache das mal lieber mit der Maus, das ist ja wirklich grauenhaft mit einem Controller. Und durch diese Sachen kommt man, wie ich finde, extrem geil vom Spielen weg. So, pass auf, hier ist mein Auto. Das, was jetzt drin ist, das soll uns nicht stören. Hier ist mein nicht konvertierter Truck. In dieses habe ich gerade in dieser Folder Structure hier Tutorial Kopie in Meshes Trucks mein FBX-File reingemacht. 21:46 siehst du ja, so spät ist es gerade. Jetzt sind wir hier, jetzt sage ich Convert. Jetzt macht er das. Dauert ein Sekündchen. Ich bin gespannt, weil ich dieses All Transform nicht gemacht habe, ob das ausmacht. Und dann kommen wir auch gleich zu der Frage, Stefan. Oha, dauert das lange. Das werde ich nachher noch einkürzen. So, Stefan, a few days later. Alles ist fertig. Tutorial, Kopie, Convert. Ich mache gleich noch einen Check. Mache ich immer. Keine Ahnung warum. Bam, fertig. Close. Create und jetzt hier oben, das sind die Test-Mods. Hier müssten jetzt hier unten zwei so eine Monchichis von mir auftauchen. Tutorial-Kopie ist der richtige. Ich werde erstmal den hier kurz removen und packe mir den jetzt dahin oder meinetwegen hierher. Da steht er so ein bisschen schräg im Bild. Sage jetzt Add, wähle mir den an, dann. So, und jetzt ist der Truck
Controller ist aus. Warte, jetzt ist er an. Genau, jetzt ist der Truck da. Und alles ist gut. Du siehst, das Lenkrad ist auch da, bewegt sich jetzt nicht mit. Ne? Darum, also, mir geht es jetzt um Folgendes, Stefan. Ich kann jetzt nicht einfach in Blender gehen, gehe in Steering Wheel, Edit Mode, wähle mir, warte mal, wo sind wir hier gerade, genau, wähle mir manchmal hier so ein paar Monchichis von dem Lenkrad an und du kennst das, Steuerung Plus, dann hast du irgendwann den ganzen Lenkradkranz und den bewege ich jetzt einfach mal hier ein Stückchen weg, ja, okay, wir packen den jetzt hier hin. Dann sagen wir, das war's. Und das Gleiche gilt ja für mich. Ich wollte das mit dem Rahmen hier unten machen. Ich habe es jetzt mit dem Lenkrad gemacht. Das spielt hier keine Rolle. Jetzt gehe ich aus dem Edit-Mode raus. Mach das wieder an. Wähle mir alles an. Genau, das habe ich alles gemacht. Gehe auf File, Export, FBX. Und überschreibe das Teil. Genau, das ist ja alles so geblieben. Bam. So, jetzt gehe ich in SnowRunner zurück. Muss hier eigentlich nur Reload sagen. Und du siehst, nichts ist passiert. Das ganze Lenkrad ist nämlich weiter nach vorne gerutscht. Das hat damit zu tun. Ja, ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Jedenfalls funktioniert es so nicht. Ich gehe mal ganz kurz nochmal in den Mod Manager. Hier steht nämlich jetzt schon wieder Not Converted. Jetzt gehe ich hier auf Check Mod. Und das macht er schon nicht. So, und du siehst ja, dass das jetzt nicht so funktioniert. Ich kann nicht einfach in den Edit-Mode gehen und kann hier irgendwas verändern. Da wird er nämlich wahnsinnig. So. Und deshalb, ich gehe jetzt wieder zurück, mache das also alles wieder rückgängig, weil du hast ja auch gesehen, dass jetzt das hier wieder ist wieder im Originalzustand. Ich mache das jetzt auch nochmal. Mach das wieder an. Bam. Alles anwählen. File, Export, FBX. Tutorial, das ist alles so geblieben. Export. Jetzt gehe ich hier wieder in SnowRunner. Okay. Check Mod. Ich konvertiere es nochmal. Dauert auch nicht lange. Jetzt hat er es konvertiert. Ich kann Check Mod machen. Alles ist wieder okay, weil ich dieses wieder hergestellt habe hier. Und jetzt kommt die spannende Frage, Stefan. Der Wagen ist da. Es geht da nicht ums Spielen hier, sondern es geht darum. Ich möchte gern das Steering Wheel wieder hier draußen haben. Und ich kann es nicht einfach nehmen und hier rauspacken, weil dann ist das ja immer noch so geistermäßig da drin. Ich weiß nicht, wie ich das rückgängig machen soll. Das ist mir einfach, ich bin zu blöde dazu. Vielleicht muss ich aber jetzt, gerade wo ich es mit dir erkläre, Folgendes machen. Ich gehe in den Edit-Mode, wähle alles an und sage, was ist denn, wenn ich sage Remove? Schmeißt er das dann weg? Nee. Mit Remove hat er das jetzt wieder davon weggemacht. Und jetzt kann ich es vielleicht rausnehmen. Nee, es geht auch nicht. Ja, das wollte ich mit dir nochmal kurz checken. Ich hoffe, du kommst mit diesem kurzen Video klar. Steuerung Z geht übrigens auch nicht. Ist total bescheuert. Ich weiß, jetzt doch, jetzt ging es komischerweise. Also das ist für mich so ein bisschen der fragwürdige Punkt. Wie kann ich etwas, was hier drin ist, wieder rausnehmen, Stefan? Und wie kann ich das Ganze... Ja, das war es eigentlich. Das war die Frage. Ich hoffe, du siehst da durch bei meiner Frage. Schickst dir jetzt einfach ungeschützt. Ich schneide es noch ein bisschen zusammen, dass es nicht so lang ist. Tschüss.